Zuerst stelle ich Ammoniak aus Ammoniumchlorid und Natriumhydroxid her. Zuerst nehme ich ein paar Spatelspitzen Ammoniumchlorid. Ist genug. Und ein bisschen Natriumhydroxid. Jetzt tue ich ein paar Tropfen Wasser hinzu. Das entstehende Gas mit einem Kolben auf. Hier habe ich ein Becherglas mit Bromthymol-Blau und Salzsäure angefärbtem Wasser. Ich nehme jetzt den Kolben, tue einen Stopfen drauf, der oben mit einem Glasrohr verschlossen ist, das verjüngt ist, und tauche den Kolben in das Wasser. Um die Reaktion ein bisschen zu beschleunigen, kann man ein bisschen Wasser zum Kühlen auf den Kolben geben. Ja. Konzentrierte Ammoniaklösung wird erwärmt, um Ammoniakgas auszutreiben. Läuft. Wenn ein leichter Ammoniakgeruch wahrnehmbar ist, wird die Erwärmung beendet und der Flabova-Kolben mit einer Düse verschlossen und in ein Becherglas mit leicht saurer Lösung, eingefärbt mit Bromthymol-Blau gestellt. Und der Ammoniak färbt das Bromthymol-Blau blau.